So, liebe Studierende, wo waren wir stehen geblieben? Soweit ich mich erinnere, waren wir bei den Hypothesen und bei den Ratten. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen in die Tiefe gehen und werden uns anschauen, okay, wir haben jetzt dieses theoretische Konstrukt, wir haben eine Disziplin und ein Paradigma und Regeln und Theorien und Hypothesen. Und was passiert jetzt? Grundsätzlich in wissenschaftlichen Arbeiten wollen wir versuchen, die Welt zu verstehen und zu erklären. Das heißt, wenn wir Theorien und Hypothesen aufstellen, wollen wir damit die Wirklichkeit abbilden. Und um das zu machen, und da ist schon dieser schöne Begriff Operationalisierung gefallen, müssen wir verschiedene Dinge definieren. Das sind unsere sogenannten Variablen. Das heißt, im Wissenschaftlichen, wenn wir etwas empirisch messen, empirisch ist übrigens das Gegenteil zu theoretisch. Das heißt, in der Theorie haben wir Grundregeln und in der Empirie, das ist so unsere Praxis im Wissenschaftlichen, testen wir jetzt. Wie sieht das aus? Also wenn wir etwas empirisch messen, dann brauchen wir Variablen, dann brauchen wir Hypothesen mit Variablen, die wir testen können. In der Regel haben wir eine unabhängige Variable. Das ist das, wovon wir ausgehen, was irgendwie einen Einfluss hat. Und dieser Einfluss erfolgt auf eine abhängige Variable. Das bedeutet, in diesem konkreten Fall, wo wir jetzt das Beispiel mit den Ratten hatten, dass wir Ratten haben, die zeigen grundsätzlich ein Verhalten. Das können wir messen. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel Ratten und wir geben ihnen einen roten Schalter. Das, was wir messen wollen, ist, haben die Ratten etwas gelernt. Das bedeutet, hat die Ratte etwas gelernt? Also das Lernen ist unsere unabhängige Variable und das sehen wir daran, dass sie etwas tut, nämlich am Verhalten. In dem Fall ist die abhängige Variable, dass diese Ratte den Schalter drückt. Wenn die Ratte jetzt zum Beispiel gelernt hat, den Schalter zu drücken, bedeutet, es kommt Essen, dann können wir davon ausgehen, dass sobald diese Ratte diesen Schalter sieht, sofort Klick, ist dieser Schalter auch schon gedrückt, denn Ratten mögen Essen einfach. Das ist so eine Sache, das wissen wir als Wissenschaftler, das haben wir schon herausgefunden. Das bedeutet, wir haben in diesem Versuch die Ratte und können jetzt testen, okay, hat sie das gelernt oder nicht. Das heißt, die Ratte, also das Verhalten, also ob die Ratte das gelernt hat, ist unsere unabhängige Variable. Das Verhalten der Ratte ist die abhängige Variable. Das klingt soweit einfach. Jetzt kommt aber der Fall, okay, aber was ist, wenn die Ratte den Schalter sowieso gedrückt hätte? Weil Ratten sind ja auch irgendwie neugierige Tiere. Das heißt, es kommen Dinge, die spielen da irgendwie rein in das Verhalten von der Ratte. Das heißt, wir untersuchen in der Regel eine Versuchsgruppe und eine Kontrollgruppe, um das zu kontrollieren. Das heißt, wir haben die Versuchsgruppe, der haben wir das beigebracht. Das heißt, jedes Mal, wenn die den Schalter drücken, bekommen die Essen und irgendwann wissen die das. Die Kontrollgruppe hat das nicht gelernt. Das heißt, die haben zwar auch einen Schalter, wenn die draufdrücken, passiert nichts. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel den Einfluss von diesem gelernten Verhalten auf das, messen wollen, dann vergleichen wir, wie verschieden verhalten sich diese beiden Gruppen. Drücken die Ratten, die das gelernt haben, öfter auf den Schalter, als die es nicht gelernt haben. Damit haben wir dann den Zufall kontrolliert und dadurch können wir jetzt unsere Hypothese beantworten, hoffentlich. Dann gibt es aber noch andere Dinge, die da reinspielen. Das heißt, wenn eine Ratte jetzt beispielsweise vor schon einem anderen Experiment teilgenommen hat, wo sie gelernt hat, wenn ich auf diesen Schalter drücke, bekomme ich einen Stromschlag, findet die Ratte den vermutlich nicht so toll und ist auch nicht so bereit, das jetzt nochmal neu zu lernen. Das wäre dann in dem Fall eine wissenschaftlich gesprochen Störvariable oder auch Moderatorvariable, weil sich diese Variable auf den Einfluss, den die unabhängige Variable, nämlich das Lernen, auf die abhängige Variable, nämlich das Verhalten, auswirkt. Wir haben grundsätzlich zwei Arten von Störvariablen, das sind Mediator- und Moderatorvariablen. Da unten ist auch nochmal eine Kurzübersichtsgrafik, wo man den Unterschied so ein bisschen sieht. Und diese Störvariablen müssen wir in wissenschaftlichen Experimenten mit berücksichtigen, indem wir sie miterheben und mitmessen. Das heißt, wir müssen wissen, sie liegen sie vor. Und dann können wir das kontrollieren und die Störvariable wird dadurch zu einer Kontrollvariable, was gleich viel besser klingt. Davon abgesehen. So, wir haben jetzt gelernt, was gibt es für verschiedene Variablenarten und wir haben kurz angesprochen, wir haben verschiedene Gruppen, die wir irgendwie untersuchen, nämlich die Versuchsgruppe, das ist die, von der wir irgendwelche Ergebnisse erwarten und die Kontrollgruppe, das ist die, an denen wir das jetzt irgendwie testen. Grundsätzlich werden Gruppen, sowohl Versuchs- als auch Kontrollgruppen, immer einer Population entnommen. Die Population ist die Grundgesamtheit, über die wir diese Aussage treffen wollen. Das wäre in dem Sinne alle Ratten. Es ist eigentlich ziemlich, nicht nur eigentlich, es ist unmöglich, dass wir wirklich alle Ratten in unser Labor kriegen, dass wir alle Ratten testen,
Deswegen arbeiten wir mit Stichproben. Stichprobe ist einfach eine repräsentative Auswahl von der Grundgesamtheit, von der Population. Das heißt, wenn wir gut sind, dann holen wir uns internationale Ratten, jeden Alters, jeden Geschlechts und machen mit einer großen Menge an Ratten diese Tests, wo wir dann genau zuordnen, dass eine vergleichbare Gruppe in der Versuchsgruppe ist, in der Kontrollgruppe. Und dann haben wir eine große Masse an Daten und können daraus dann auf die Gesamtpopulation schließen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Damit haben Sie jetzt so weitere wichtige Grundprinzipien und Grundbegriffe gelernt. Schauen Sie sich ruhig die unten stehenden Übungen an, falls Sie das ganze Chaos ein bisschen wirren wollen. Schauen Sie sich die Infografik an, um das alles mal ein bisschen zu setteln. Das war jetzt wieder sehr schnell, sehr viel. Aber als Wissenschaftler werden wir mit einer großen Menge an Daten konfrontiert, also sind wir voll drin. Und ja, schauen Sie doch mal, was bei Ihnen hängen geblieben ist. Machen Sie probeweise den Test. Viel Erfolg, wir sehen uns im nächsten Modul.